Kriegsfürst, du hüllst dich in die Farben des Kalifen, um nach Belieben entführen und töten zu können. Du bist die Geißel dieses Landes, dessen Erde ist rot vom Blut jener, die du abgeschlachtet hast, nur weil sie ihre Freiheit wollten. Oder du es befürchtet hast. Du hältst dich für unantastbar, umgeben von deinen Soldaten. Und doch werden wir die Garnison stürmen, Beshi befreien und deine Schreckensherrschaft beenden. Töte Alma Dikwa. Das Oberhaupt des Ordens. Entschuldigung. Das für die Hinrichtung der Aufständischen in Ashakia verantwortlich ist, wurde als Kriegsfürst Wasif Aturki entlarvt. Wasif ist eine graue Eminenz, die hinter dem Thron steht und nach Belieben Kalifen an die Macht bringen und beseitigen kann. Seinen mörderischen Feldzug führt er von der großen Garnison aus, wo er nun Beshi, einen der Anführer des Aufstands, festhält. Suche nach Möglichkeiten und so weiter und so fort. Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Als ob ich hier Enkidu verwenden kann. Also, wer wettet dagegen, dass nicht unser Vogel abgeschossen wird? Wobei letztes Mal, als wir diese Trailer-Dingsbums-Geschichte hatten, da konnte ich mit dem Vogel fliegen. Ich sage, wir sterben dreimal. Ist euch aufgefallen, dass ich in den letzten beiden Streams nicht einmal gestorben bin? Aber bei so einem großen Gebiet, das ist schon schwierig, muss ich sagen. Hast du dich da gespoilert, wer das ist? Nee, ich habe wahrscheinlich den Finalboss gesehen auf YouTube. Also ich weiß, was wahrscheinlich ganz am Ende passiert. Wer sozusagen der Tier ist. Glaube ich. Ich will es halt jetzt nicht sagen. Oder wollt ihr es hören, was ich gesehen habe? Was ich befürchte, was das Ende ist. Soll ich euch spoilern oder nicht? Ein Punkt nützt mir nix. Ich kenne sowieso niemanden. Also das, was ich gesehen habe und was ich befürchte, was passiert. Wir hatten die ganze Zeit mit Spitzeln zu tun und die Person, die uns ausgebildet hat, ist Oberhaupt des Ordens. Nämlich Roshan. Die werte Dame. Die uns immer, also die uns quasi in dieses Leben der Aufständischen hineingebracht hat, die uns am Anfang ja angeblich sozusagen gerettet hat. Ich glaube, sie ist eigentlich das Übel. In Teil 1, ja, das ist ja in vielen Spielen so. Also ich bin gespannt, ob das wirklich so passiert, was ich da in dem Thumbnail gesehen habe. Ob das wirklich Finale ist oder ob das, was weiß ich, für ein anderer Kampf ist, aber auf jeden Fall müssen wir gegen sie kämpfen. Sei meine Augen. Enkidu, es tut mir leid, ich habe dich in Gefahr gebracht. So viel zum Thema, wir können Enkidu nutzen. Ich hab's ja vermutet. Okay, hier kommen wir nicht rein. Und wie gesagt, Ali... Was ist denn hier passiert? Das war ich aber nicht. Lass deinen Blick schweifen.
Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ja, Ali, genau, Ali. Ali ist mir die ganze Zeit schon unsympathisch, schon bevor ich diesen Spoiler gesehen habe. Der hängt da wahrscheinlich auch mit drin. Ich könnte mir vorstellen, dass Beshi, der ja jetzt hier gefangen ist, damit gar nichts zu tun hat und der wirklich auch nur ein Opfer ist, so wie ich. Also wie Basim. Ja. Und wir wurden einfach nur ausgenutzt, um Informationen zu besorgen. Das ist schon fies. Wenn das wirklich so ist. Überdenken wir unsere Herangehensweise. Du kannst den Nutzen bringt noch nichts, ja. Wir bleiben ein bisschen auf Abstand und fliegen dann noch mal ein bisschen rum. Bisschen was markieren konnten wir ja. Vor uns kann sich nichts verstecken. So. Warte mal, Ali hat irgendwas von Küchenmeister gesagt. So sind die Mauern der Garnison doch völlig nutzlos. Hast du die Löcher in der Garnisonsmauer gesehen? Was bringt einem eine Mauer, wenn Löcher drin sind? Du meinst die Bauarbeiten? Da sind überall Wachen. Niemand kommt unbemerkt rein oder raus. Vielleicht gibt es an der nördlichen Mauer einen Weg hinein. Ich sehe es mir mal an. Meter. Nein, lass es einfach. Wir müssen so viel in die Unterkünfte bringen. Ich werde beide Hände dazu brauchen. Na? Mach, dass du wegkommst. Ja, schon. Yes, das bin ich. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Ja, wir gucken mal. Ich komme auf jeden Fall nicht hoch.
weiß jetzt nicht, was die meinten mit... Nördliche Mauer. Ah, des Nahrungslagers. Ja, aber dann muss ich doch trotzdem die dort vorne schon töten, oder? Ich bin einfach rumgelaufen und alles umsonst. Naja. Haben wir uns das auch mal angeguckt. So, wenn ich hier hin will... Müsste ich ja hier in diesem Vorbereich die schon alle töten. Ach, hier ist ein Loch. Wenn da nicht ein, sondern zwei Riesenlöcher in der Mauer sind. Was ist denn? Oh, jetzt kommt so ein großer. Den kriege ich doch nicht eliminiert. Du bist schon im Jenseits. Doch, kriege ich. Ich töte dich! Ich werde dich zertreten. Möge Allah dir gnädig sein. Du wirst leiden! Verdammt! Aber du kommst zurück. Wer kommt zurück? Oh, bester Busch hier. Hier für Geräusche. Okay, Chat, bevor ich aber jetzt dort hochgehe, muss ich noch mal kurz woanders hin. Wir sehen uns gleich wieder. Nicht weglaufen. Ich habe jetzt einen Eingang gefunden. Jetzt geht's gleich richtig los. Gibt's gleich Action. Also, bis gleich. Thank you.
Oh, bin wieder da. Entschuldigung. Ist wirklich praktisch, dass du heute online bist. Du hattest nette Gesellschaft und gute Unterhaltung beim Kochen. Gerne, Julia. Danke, dass du da bist, dass ihr da seid. So habe ich nette Gesellschaft beim Stream. Auf Arbeit war halt auch... Oh, diese Capture-Card, ne? War halt auch große Überlegungen bei einer Kollegin. Das könnte ein Weg hinein sein. Was sie heute Abend kochen soll. Da hat sie rumgefragt, was es bei uns allen so gibt. Es gibt hier einen Bediensteten, der zu Ali hält. Er muss in der Nähe des Küchenhauses sein. Der da. Wusste ich's doch. Bitte, der Schlüssel ist in diesem Rattenloch von einem Zimmer. Wo ein Schlüssel ist, ist auch eine Tür. Oder ein Tor. Da drüben. Bist du Alis Mann? Ich sah die rote Schärpe. Wir müssen uns sputen. Wasif ist im Innern der Garnison. Ich kann dich durch einen Nebeneingang bringen, aber man darf uns nicht zusammen sehen. Folge mir mit etwas Abstand und lass dich nicht entdecken. Lass dich nicht entdecken? Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Einen Moment. Lass mich erstmal alle umbringen. Ja, ich muss halt auch sagen, bei mir ist das immer super unspektakulär. Es gibt Nudeln. Es gibt Pellkartoffeln mit Quark. Das klingt fast nach Geistern. Es gibt Couscous oder Reis. Da unten es gibt Wraps. So, und das sind so meine Go-To-Gerichte. Mehr ist da nicht. Du willst es gar nicht wissen. Mir auch wirklich super unspektakulär alles. Heute Abend gibt es bei mir übrigens auch wieder Nudeln. Hey! Hab dich! So. Das ist wirklich sehr simpel bei mir, was ich so koche. Aber ganz ehrlich, was soll ich auch anderes kochen? Also, ich bin sehr zufrieden mit dem einfachen Essen. Scheint Schwierigkeiten zu haben, den Hof in Samara und in der runden Stadt zum Schweigen zu bringen. Das sind die reinsten Wölfe. Ich beneide ihn nicht um diese Aufgabe. Hast du wieder deine Vorgesetzten belauscht?